Und den habe ich halt dann einfach mitgenommen. Ja, okay, das. Okay, also das, dass ich das noch bekommen habe, das war ein bisschen lustig. Naja, aber das richtig Lustige war, er hatte die komplette Seite verbeult, also richtig krass. Und bei mir war halt überhaupt kein Kratzer. Das war total lustig. So. Genau, hier haben wir letztes Mal Schlussibussi gesagt. Das haben wir nicht gesagt, das habe ich jetzt gerade erfunden. Nee, aber Schluss gemacht. So. Und genau. Wir looten jetzt mal das ganze goldene Zeug und dann gehen wir die. Kann ich das jetzt schon machen? Weil das ist ja empfohlene Stärke 280. Und ich habe halt. Und ich brauche 280 und ich habe 15. Gut, also dieses Jahr kommen wir dazu nicht. Also wie also ich wieso ist geht hier die Hauptquest weiter? Kapitel 4. Wir haben die Schlacht gemacht. Also warte mal. Mal kurz. Also wir sind von hier, haben ein bisschen Ramazama gemacht. Sind hierhin, haben ein bisschen Ramazama gemacht. Sind, da waren wir auch ein bisschen. Und dann haben wir die Schlacht geschlagen, haben da gewonnen. Sind dann hier ein bisschen abgeklappert, Ramazama, sind hier. Und wir haben erst Stärke 15. Und wie sollen wir jetzt innerhalb, also ich meine, hier ist eine komplette Insel, die können wir auch Ramazama machen. Aber wir werden doch nicht jetzt 270 Stärke bekommen. Auf alles. Darf ich übrigens mal anmerken, dass ich es super finde, dass wir zwei riesige RPGs angefangen haben, kurz bevor Cyberpunk rauskommt. Ja, das war ein bisschen dämlich, ja, das stimmt. Das war sehr dämlich. Ich komme ja echt nicht mit der 200er Stärke hier zurecht. Das nenne ich auf jeden Fall sportlich. Ja, vor allen Dingen ist es ja sportlich, wenn man den Stream nicht hauptberuflich machen kann. Also wenn ich jetzt fünf oder sechs Mal die Woche streame, selbst da wäre es schon sportlich, sag ich mal. Reichtum vererbt, Freunde sterben, aber diese Relikte sind für die Ewigkeit. Ja, dann. Willkommen, Kriegerin. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Mhm. Erst mit einem Teil vom Kreuz Christi. Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Einiger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Der wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Oh-oh. Eivor? Jetzt erkenne ich dich. Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Kyrt wie dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kyrt wie gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein!
Loki, verfluche dich! Worte halten mich nicht auf. Oh, muss ich echt? Muss ich dich töten? Dein Verrat endet hier. Bitte, ich habe Varin nie verraten. Bei meinem Leben, ich hatte Angst und floh, und als ich zurückkam, waren alle fort oder tot. Und doch hast du unsere Toten beraubt, die Überreste ihres Lebens verschachert. Es war alles, was ich finden konnte. Ich habe lange nichts verkauft. Ja, das war nicht gut. Ich wurde zu schwer und ich brauchte Essen, um zu überleben. Das ist kein Leben. Ohne Ehre sind wir schlimmer als Bestien und haben keine Hoffnung auf ein besseres Leben nach diesem. Diese Welt ist alles, was ich kenne. Und das Leben ist alles, was mir bleibt. Das würdest du mir nehmen? Nimm aus meinem Laden, was du willst. Nimm alles, aber lass mich am Leben. Ja, silberzüngige Ding. Okay. Und jetzt? Jetzt kann ich den töten oder keine Ahnung. Also ich was? Da gab's kein Punkt, wo ich oder keine Antwort, quasi keine Auswahl, wo ich einfach sagen konnte so, nee, ich töte dich jetzt. Okay, soll ich ihn töten oder nicht? Er schaut auf jeden Fall sehr ängstlich hier. Also ich würde ihn auf jeden Fall töten, wenn er uns verraten hätte. Aber er hat halt, ja, er hat halt Leichen geschändet, das ist, beziehungsweise bestohlen. Ist jetzt auch nicht so nice. Okay, er war ganz alleine da. Ich weiß halt nicht. Ja, ich lasse ihn erstmal am Leben, vielleicht. Die Götter dir mehr Glück bescheren als mir. Achso, okay, damit habe ich dich an. Okay. Entschuldigung. Also nicht Entschuldigung, ich ja. Es wäre cool, wenn das hinterher nochmal irgendwie aufkommt. Also quasi, wenn ich den jetzt getötet habe. Oder also getötet hätte. Oder eben nicht getötet hätte. Also quasi so, ja, wenn wir noch irgendwie Beweise finden würden, dass er entweder wirklich einfach nur ein Feigling ist und er weggerannt ist, oder ob er wirklich uns verraten hat. Das war cool. Aber und was war das eigentlich für ein Dicker hier? Du hast mich gerade angegriffen, ne? Was ist los bei dir? Und ich kann ihn attentatieren. Ärger? Wie Ärger? Zurück! Verschwinde hier! Geht's dir gut? Der ist ein bisschen groß. Ich geh mal. Entschuldigung. Ja, jetzt vor mir ist und neben mir. Warte, ich hol mal meinen Raben. Sühnen, leite mich. Also hier ist. Alter, da gibt's ja viel. Hier gibt's was. Da gibt's. So. Dann wollen wir hier mal ein bisschen. Ups. Bisschen schauen. Ah, da drüben war's. Ich darf ja nicht erwischt werden. Oh. Wölfe? Okay.
Okay, das war ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob ich ja dieses rote Schimmern mag. Also an sich ist es praktisch, dass man die sieht. Aber es sieht halt doch sehr. Na, es sieht halt doch sehr blöd aus, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, also ich find's cool, wenn man das aktivieren könnte. Einfach nur aktivieren. Und dann ist es kurz da. Und dann ist es wieder weg. Und warum ist die eigentlich aufgestanden beim Bogenschießen? Naja, gut. Warum sind die anderen jetzt auch? Ach, das ist doch doof. Die lassen auch die Leiche einfach da stehen, ne? Also der Bogen ist schon cool, aber ich finde den Zoom ein bisschen zu heftig. Aber das sage ich jedes Mal, ne? Sollte vielleicht eine neue Platte auflegen. Und der schaut dahin. Das ist unpraktisch. So. Ist hier niemand mehr, ne? Er sieht ihn halt, aber wenn ich hier drauf gehe. Oh, wo habe ich ihn? Das war ein bisschen ouchy. Das war ziemlich ziemlich nett vom Spiel, dass das noch getroffen hat. So. Aber das war ein bisschen ouchy, wo ich den gerade getötet habe. Also, beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, ins Knie gestochen. Bisschen Skyrim hier. So. Hier ein bisschen plündern. Alter, stellt euch vor, ihr müsst so übernachten, ne? Oh Gott. Das ist ein bisschen, ja, kalt. Wobei, was echt lustig ist, das habe ich neulich erfahren, wenn hier bei dem Zelt zum Beispiel die Plane voller Schnee wäre, also wenn das total eingeschneit wäre, dann wäre es wärmer, als wenn es eben nicht eingeschneit ist. Das ist so verrückt. Ist verrückt. So. Plündern, 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 plündern. Oh, Hortbefehl. Hort. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an letzten Sommer. Quidvieh wird sich jeden Verlust im Blut bezahlen lassen. Oh, das ist ja nicht ganz so nett. Kohlebarren, sehr schön. Weiß gar nicht mehr, für was wir das brauchen. So. Ah, für Schmieden, ne? Wieso ist es mit Schnee wärmer als ohne? Weil der Schnee
dient wie so eine Isolationsschicht. Also da kommt quasi die Kälte nicht von, also die, ja, wie eine Isolations- oder Dichtungsschicht wird es. Genauso wie beim Iglu. Also im Iglu drin ist es viel wärmer als draußen, weil eben der Wind nicht reinkommt und so weiter. Genau, ja. Das ist echt lustig. Ich halte mich mit Schnee warm. Ich halte mich schneewarm. So, wir haben jetzt, wie viele Pfeile haben wir denn jetzt? Wir könnten das, wir könnten die Axt wieder ein bisschen aufwerten. Muss ich denn die Pfeile, die ich noch habe? Sehe ich gerade nicht. Nö, nee, sehe ich nicht. Wie komme ich hier wieder runter? Ach, es ist Assassin's Creed, ich komme immer runter. Gut. Ah, wir hätten auch von hier rein. Oh, das wäre auch eine coole Version gewesen. Wo ist das nächste Gold? Da hinten. Ach cool, ich. Guten Tag. Ich kann sogar auf Bäume klettern. Das ist nice. Genau. Es dürfte wohl hier drinnen sein. Nachricht eines genervten Nachbarn. Ich kann ob der Graberei unter uns nicht schlafen. Graberei? Ich glaube, dass ja. Wie Ratten, die an meine Ruhe nagen. Was glauben die, was sie da unten finden? Wenn das noch länger so geht, bekommen sie das scharfe Ende meiner Axt zu spüren. Nein, nicht Escape, sondern E, Tobi. E. E wie ein anderes Mal. Okay, graben, graben. Das heißt, es ist irgendwo hier unten. Hallo. Warte, ist da überhaupt was drin? Ah, genau da. Gut. Okay, da unten ist es, ne? 17 Meter unten. Unter uns. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Vielleicht von da? Ja, die Tür ist verschlossen, dann wahrscheinlich von da. Ah, streng dich mal an. Nein! Ach, ich will keinen Fall vergeuden. Gut, ignorieren wir mal kurz, dass das passiert ist. Nein, ich will da. Du stehst nach da. Warum schlägst du nach da? Magst du keine Äpfel? Die mag keine Äpfel. Unmöglich. Was macht der Esel da? Also der sieht süß aus. Aber was macht er da? Also, hä? Was waren die beiden Esel da? kann ich die reiten oder kann ich die irgendwo hinführen? Kann ich die streicheln? Ah ne, ist ein Ubisoft-Spiel. Ich könnte sie töten. Okay, dann, das war das falsche Haus. Geht's hier irgendwo? Oh, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Das ist ja ekelhaft. Ja, also das ist so leicht. Ich muss mich gar nicht hier anstrengen. Nice.
Tobi, bitte stört das Piratenpersonal nicht bei der Arbeit. Entschuldigung. Kohlewaren! Yeah! Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Aber das ist schon leicht widerlich, das mit. Warum, ganz ehrlich, warum macht man das hier unten? Ich mach's mal wieder zu, damit es nicht so auffällig ist. Warum macht man das im Keller? Das in, ja, andere Frage, wo denn sonst, ne? Gut, da ist ein Punkt. Warum ist da ein Punkt? Entschuldigung. Ich will wissen, was das für ein Punkt ist. Habe ich da was vergessen da unten? Ja, das ist der Schrank. Ja, moin. Gut. Nächstes. Breite deine Flügel aus. Was ist da vorne? Und da ist auch noch eine Quest, wahrscheinlich. Schnellreise. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Keine Ahnung. Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. kennen wir uns? Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Letztes Mal habe ich abgekackt. Okay, ich bin echt schlecht in schnell lesen. Aber okay, ihr könnt ja mir ja dann schreiben, wie gut oder schlecht ich war. Sehr gern. Das sieht vielleicht dumm aus. Oh Gott, ich mache ein kleiner Einsatz. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Jedem, der dich sieht, wird der Hunger vergehen. Deine Muskeln sind stark, deine Eitelkeit erscheint ja eher, als würdest du ein Schwein. Oh. Eins. Jedem, der dich sieht, wird der Hunger vergehen. Komm schon, ist das alles, was du... Nein, ich werde warm. Lies halt nicht vor, Tobi. Okay. Ich sehe auch gut aus. Oh Gott. Das findest zwar nur du, aber mach dir da nichts draus. Das war falsch, ich hatte die zwei. Nein, tu mir weh! Nicht so knapp! Ich halte das schon aus! Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? Also, meine Keule ist einfach nur breit. Du bist so Gott so schlecht, aber. Ich mach die zwei. Du bist so grottenschlecht, dafür war ich nicht bereit. Mehr als das vermagst du nicht? Wie schade. Ich dachte, du wärst ein guter Zankesgegner. Komm ruhig wieder, wenn du dich bereit fühlst. Der hat mich voll gedisst. Die sind besser in Englisch, könnte sein. Ich hätte drei genommen. Okay, nee, ich will nochmal. Du traust dich also trotzdem noch hin? Ja. Willst du es nochmal versuchen? Dann zeig, was du kannst. Doch, doch, ich will nochmal. Ich bin jetzt fies, ich bin jetzt gemein. Nochmal ein kleiner. Jetzt kann es losgehen. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Wie, der macht das gleiche nochmal.
Das scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir stehen. Scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir stehen. Ach, das ist ein Magier. Okay, okay. Also bin ich sehr stark. Ich sehe auch gut aus. Dein Gesicht ist und dein Haupthaar sind furchtbar. Nein. Für das Gesicht krieg ich, ja, drei. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das ist fantastisch. Nur weiter so. Ich fand den ziemlich schlecht, aber okay. Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? In der Tat ein bisher nicht. Du bist fürchterlich stumpf. Du hast Schneid wie eine Keule, bist einfach nur breit. Du hast Schneid wie eine Keule, bist einfach nur breit. Brutal. Das gefällt mir. Großartig. Selten trifft man einen so zankesbegabten Menschen. Deinen Gewinn hast du dir redlich, zankredlich verdient. Deine Beleidigungen merke ich mir. Äußerst gern geschehen.